Listen, I'm in Germany right now, so don't call me, okay? Super. Klappe! Ich hab gesagt, du sollst die Klappe halten. Christian? Hast du wirklich gedacht, ich würde unseren Hochzeitstag vergessen? Ich hab dich so vermisst. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du wirklich hier bist. Hallo? Morgen ist unser Hochzeitstag. Wo soll ich denn sonst sein? Ich würde mich darauf freuen, morgens mit dir aufzuwachen. Abends zu wissen, dass du zu Hause bist, wenn ich nach Hause komme oder mich von der Arbeit abholst. Und was machen wir zwei heute an unserem Hochzeitstag? Naja, wir könnten irgendwo hinfahren. Ich meine, wir haben 3 Wochen Zeit, vielleicht ans Meer, nur wir beide. Ich glaube das einfach nicht. Du verlängerst deinen Vertrag in England um 1 Jahr, ohne vorher mit mir drüber zu reden? Deshalb bin ich ja hier. Ich dachte, du bist wegen unserem Hochzeitstag hier. Olli, so ein Angebot kriegt man so schnell nicht wieder. Ich musste schnell zusagen. Warum kommst du nicht mit nach England? Weil davon nie die Rede war. Ja, dann ist davon jetzt die Rede. Warum gibst du hier nicht alles auf und kommst mit? Mann, ich wollte das doch so nicht. Aber dieser Job in England, das ist eine Riesenchance. Muss es wohl sein. Wenn du dafür Stress mit Olli riskierst. Ups. I told you not to call me. Okay? Als du mir gesagt hast, dass du länger in England bleibst, da war ich nicht nur sauer, da hatte ich auch Angst. Wovor? Dass ich das nicht packe ohne dich, dass du mich vielleicht irgendwann nicht mehr so vermisst wie ich dich, dass wir uns fremd werden. Sowas kann bestimmt passieren, Olli. Aber uns wird das nicht passieren. Entschuldige. Kein Thema. Jetzt stört uns keiner mehr. Gott sei Dank. Hi, it's me, Chris. No, wait. Don't call me again, okay? We had sex once. And that's the end of the story. No. It happened because I was drunk, yeah? I'm married, happily. So forget about us and leave me alone. Okay? Wow. Christian, du hast hackenstrack mit irgendeinem Typen geschlafen? Jetzt willst du, dass er sich nicht mehr meldet, damit Olli nicht merkt, dass du ihn betrogen hast? Nein. Es war eine Frau. Was war denn da gerade bei Donna und Jessie los? Haben die beiden sich gestritten? Nicht wirklich. Ah, ich verstehe schon. Die beiden haben dir ein Geheimnis anvertraut und du willst nicht gleich weiter tratschen. Ich muss dir was sagen. Christian, jetzt guck nicht nur so und sag was. Das letzte Mal, als du so geguckt hast, was du mit Jessie in der Kiste. Sag, dass das nicht wahr ist. Nachgedacht, ob ich diese Ehe so noch will. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, so nicht. Du kannst nicht treu sein. Ich schätze, ich störe. Bist noch da? Was heißt denn, du fährst nicht? Ich trete meinen Job auf jeden Fall an. Ich wollte mich nur noch verabschieden. Guten Flug. Von Oliver Sabel gewählt. Ich verbringe gerade glückliche Stunden mit meinem Mann in England und habe Besseres zu tun, als zu telefonieren. Aber später, da freue ich mich ganz bestimmt über jede Nachricht, die mir nach dem Signalton hinterlassen wird. Wir gehen total viel wandern und ziehen jeden Abend durch die Pubs. Das war die richtige Idee, mit Christian nach England zu fliegen. Hey, mein Sonnenschein. Hey. Erst einmal lieber in England geblieben.
Okay. Du ziehst auch ein langes Gesicht. Komm her. Brother's ja back. Gut, dass du wieder da bist. Hast wohl immer noch nicht genug. Bist du schon los? Ja. Ich muss noch jemandem kurz das Licht ausblasen. Tschüss. Ciao. So. Das Bad sieht jetzt auch wieder so aus, dass man nicht gleich wegrennen will. Ja. So, wir zwei zeigen jetzt Anima, wer das Sagen hat, und suchen uns den schnuckligsten Junggesellen aus, der zu dieser Tür kommt. Hey, geht schon los? Den schnuckligsten heterosexuellen Junggesellen. Ganz meine Rede. Andi hat irgendwas von Frauen in Bikinis gefaselt, aber am liebsten rothaarig, Glöckchen, wisst schon. Na super, dann können wir ja gleich Bella fragen, ob sie hier einzieht. Ja, die würde das aber sowieso nicht machen. Nee, nee, ich bin auch für einen Mann. Am liebsten sowas Schönes, Pummeliges, Kuscheliges wie bisher, so ein Ricky. Ja, du bist jetzt ja bestimmt alles über uns wissen. Fange ich am besten mit mir an. Ich bin Olli. Ich arbeite in No Limits, das kennst du ja bestimmt. Das ist Dana, das sind Jessica. Die beiden sind sehr glücklich verheiratet. Wenn du jetzt so guckst, Maxi, musst du keine Angst haben, der schreit so gut wie nie. Das ist das fröhlichste Baby überhaupt. Ja, und dann haben wir noch Andi. Der muss gerade arbeiten. Fußballfan, Handwerker, mit dem hat man immer Spaß. Ja, wir sind sowas wie so eine große, glückliche Patchwork-Familie. Hier hilft jeder jedem, wo er nur kann. Wir haben immer... Das ist deine Schuld. Gut, dann melde dich einfach, wir würden uns freuen. Ciao. Tschüss. Von dem hören wir nie wieder. Ist nicht meine Schuld. Mein Name ist Dana und ich bin an nix schuld. Okay, das ist der letzte Anwärter. Wir brauchen die Kohle. Wenn schon nicht für mich, dann reiß ich wenigstens für Maxi zusammen. Geht das? Ja. Hey. Was? Hi, Asher, hi. Jessica hat mir erzählt, ihr habt ein Zimmer frei. Ja, klar, komm rein. Hi. Ja, Dana und Jessie, kennst du ja, setz dich. Dankeschön. Hast du ein Problem mit Babys? Überhaupt nicht. Ich mache euch auch gerne mal den Babysitter. Oh, das klingt gut. Ja, dann erzähl doch mal was über dich. Ich muss aus meiner WG raus. Ich wohne mit so ein paar militanten Tierschützern zusammen, die mich die ganze Zeit anmachen, weil ich bei LCL arbeite und die gerade aktuell eine Pelzkampagne haben. Ich meine, ich kann die ja verstehen, aber ich habe auf diesen Stress einfach keinen Bock mehr. Dann solltest du dir gut überlegen, ob du zu uns willst. Ja, dann bei uns ist auch ständig Stress. Okay, dann nur um zu beweisen, dass ich alles andere als harmoniesüchtig bin. Andi hätte lieber eine Mitbewohnerin, der wird dich hassen, weil du keine Kurven hast. Die beiden hier, die sind nur zum Schein verheiratet und hassen sich gegenseitig, weil beide mit unserem letzten Mitbewohner geschlafen haben. Und ich halte das alles zusammen und darf mir deswegen blöde Sprüche anhören. Aber ich bin gerne der Mülleimer. Keiner hat dich darum gebeten. Er weiß halt, was sich unter Freunden gehört. Ja, zum Beispiel dem anderen sein Glück zu gönnen. Und wer gönnt mir mein Glück? Wie lange geht das schon so? Gefühlte 10 Stunden. Okay. Na dann, weiß ich, was ihr braucht. Mädels, haut rein. So, diejenige von euch, die verarscht worden ist, darf der anderen eine reinhauen. Ohne Gegenwehr. Wer von euch war das böse Mädchen? Sie. Sie hat Ricardo in meinem Namen eine SMS geschrieben. Sie hat mir Ricardo ausgespannt. Sie hat mit meinem Mann geschlafen. Das Kind ist von ihm. Hier, nimm mal. Eins nach dem anderen. Ich sehe, man muss das Problem an der Wurzel packen. Gut, aber danach bin ich dran. Ich habe übrigens meine eigenen Boxhandschuhe. Die sind pink. Eigentlich viel zu gut für deine Nase. Olli, kannst du den Kleinen bitte mal ins Zimmer bringen? Ich will nicht, dass er das mit ansehen muss. Weißt du, er hatte eine Mittelohrentzündung, die ist gerade erst verheilt. Nicht, dass das ihr Verdienst wäre? Bist du sicher, dass das klappt? Abwarten. Andi wird sich ärgern, dass er nicht da ist. Los. Schlag zu.
Wenn ich dir jedes Mal, wenn du Mist baust, eine reinhauen würde, dann wäre bald nichts mehr von dir übrig. Aber ich könnte das total verstehen, wenn du zuhaust. Also nicht zu doll, aber... Ich bin die beschissenste Freundin, die man haben kann. Was soll ich sagen? Ich liebe dich trotzdem. Ich würde sagen, du hast das Zimmer. Guck mal, die Mamas haben sich wieder lieb. Und das ist echt dein ganzes Zeug. Ja, ja, mehr brauche ich ja nicht. Sag mal, und du bist dir wirklich sicher, dass du es mit zwei Zicken wie uns aushältst? Weich zwei bringt nichts auseinander. Das checkt ein Blinder. Außerdem glaube ich, dass es hier nie langweilig wird. Ja, yep, dann zeige ich dir mal den Rest der Bude. Herzlich willkommen. Hallo. Yes. Hey, ist das Bad frei? Das Bad ist frei? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Lecker. Nur gucken, nicht anfassen. Das Gleiche gilt für dich.